liebe Kinder, willkommen zu meinem Intro-Video vom Videozyklus Verbindung der vier Grundrechnungsarten mit Dezimalzahlen, bei dem sich alles um mich dreht. Was? Du kennst mich noch nicht? Ich bin das Capustri-Monster der Dezimalzahlen. Sehen kannst du mich auch nicht? Kannst du schon mit Dezimalzahlen addieren? Wenn nicht, schau dir den Videozyklus Addieren von Dezimalzahlen an. Vom Subtrahieren mit Dezimalzahlen hast du aber schon was gehört, oder? Solltest du das nicht kennen, schau dir bitte den Videozyklus Subtrahieren von Dezimalzahlen an. Zu guter Letzt musst du noch das Multiplizieren und Dividieren mit Dezimalzahlen beherrschen. Darüber erfährst du alles in den Videozyklen Multiplikation von Dezimalzahlen und Division von Dezimalzahlen. Na, endlich könnt ihr mich sehen. Ich möchte euch eine Geschichte von Robin erzählen. Er beherrschte alle vier Grundrechnungsarten mit Dezimalzahlen perfekt. Nur wusste er nicht, wie er sie kombinieren sollte. Am Ende dieses Videozykluses wirst du und Robin wissen, wie man die vier Grundrechnungsarten mit Dezimalzahlen verbindet. Robin begab sich also auf die Reise, um mich zu entdecken. Eines Tages kam ihm eine Sage zu Ohren, dass in einem alten Bauernhaus, nicht weit von der Ruine Heringschmaus, ein Hinweis auf mich versteckt lag. Dort angekommen, war die Tür leider durch ein Rätsel versiegelt. Da stand, Klammer auf, 4 mal 3 minus 4 plus 1, Klammer zu, dividiert durch 3. Na, das ist leicht, dachte sich Robin. Hatte er ja schon den Lernzyklus Verbindung der vier Grundrechnungsarten in den natürlichen Zahlen gesehen. Er erinnerte sich. Die Klammern sind wie ein Netz, aus dem ich die Zahlen befreien muss. Dann kommen die Punktrechnungen, also multiplizieren und dividieren. Als letztes müssen die Strichrechnungen, also Addition und Subtraktion, gelöst werden. Robin hat recht. Diese Regeln sind nach mir höchstpersönlich benannt. Man nennt sie die Capustri-Regeln. Wenn du die Rechnung selbst lösen willst, drücke jetzt auf Pause. Robin begann also mit der Rechnung in der Klammer. Punkt vor Strich. Daher beginne ich mit 4 mal 3. Das ergibt 12. 12 minus 4 ergibt 8. 8 plus 1 ergibt 9. Die Klammer ist also aufgelöst. Und ich muss nur noch 9 durch 3 dividieren. Das ergibt 3. 3? Ist das Ergebnis ein Zufall? Oder steht es für die drei Regeln, die vielleicht auch für die Dezimalzahlen gelten? Die Idee, dieselben Regeln für Dezimalzahlen verwenden zu können, begeisterte ihn. Darum begab sich Robin in das Bauernhaus und fand mitten auf einer Wand ein Manuskript mit einer Rechnung. Darunter fand er die Anleitung, um diese Rechnung zu lösen. Erstens Klammer, zweitens Punkt und zu guter Letzt die Strichrechnung. Willst du selbst versuchen, die Lösung zu finden? Wenn ja, drücke jetzt auf Pause. Beim ersten Schritt müssen wir die Zahlen aus den Klammern befreien. Auch in den Klammern gilt Schritt 2 die Punktrechnung vor Schritt 3 der Strichrechnung. Also muss ich mit 4,5 mal 3,1 beginnen. Das ergibt 13,95. Bei der Multiplikation dürft ihr nicht vergessen, dass das Produkt genauso viele Nachkommastellen hat wie beide Faktoren zusammen. Nun folgt Schritt 3. Ich muss von 13,95 die 7,25 subtrahieren. Das ergibt 6,7. Achte beim Aufschreiben des Minuenden und Subtrahenden immer darauf, dass die Kommas untereinander stehen. Jetzt noch 6,7 zu 3,2 addieren. Das ergibt 9,9. Damit sind die Zahlen aus der Klammer befreit. Auch bei der Addition musst du darauf achten, dass die Kommas der Summanden untereinander stehen. Zu guter Letzt muss ich noch durch 3,3 dividieren. Das ergibt 3.
immer daran denken, dass der Divisor eine natürliche Zahl sein muss. Daher multiplizieren wir beide, Dividend und Divisor, mit 10, um keine Nachkommastelle mehr zu haben. Danach kann normal dividiert werden. Spitze! Als Robin das Ergebnis auf das Manuskript schrieb, erschien eine Karte auf dem Papier. Ein weiterer Hinweis, um mich zu finden. Wenn du Robin weiter auf seiner Suche begleiten willst, klicke auf das Video Verbindung der vier Grundrechnungsarten mit Dezimalzahl Basic. Mal sehen, ob er es schafft, alle vier Grundrechnungsarten zu verbinden.